Wir sind das Jacobs Robotics Team in Bremen. Wir sind so ungefähr 12 Leute. Das heißt, wir haben halt ein Kernteam, also 6 wissenschaftliche Mitarbeiter, die ganz intensiv daran arbeiten, beziehungsweise Studenten. Was bei uns eigentlich ganz nett ist, wir sind sehr, sehr international, sprechen dann halt auch untereinander ein gepflegtes Denglisch. Insgesamt ist das hier doch eher familiär und das reflektiert sich dann natürlich auch in so einem Team, dass das Ganze doch mehr so eine zusammengeschweißte Truppe ist und die Leute halt auch sehr eng miteinander arbeiten. Es sieht wie, dass wir in die Zukunft arbeiten. Das weiter und zu entwickeln, das treibt mich sehr. Also ich denke, wir haben ein bisschen einen Vorteil darin, dass wir uns mit 3D-Kartenerstellung, 3D-Wahrnehmung, Objekterkennung, Objekte greifen schon so ein bisschen beschäftigt haben. Wir sind ja eher darauf aus, wissenschaftlich zu arbeiten. Hauptaugenmerk ist da halt, was Cooles zu zeigen. Und cool ist für uns, weil wir halt wirklich alle Forscherseelen sind, den anderen Teilnehmern, auch dem Publikum zu zeigen, was momentan alles möglich ist. Wir sammeln jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Daten in der Umgebung, die zumindest mal der Wettbewerbsumgebung so ein bisschen gleicht. Wir haben halt bei uns auf der Uni jetzt kein Testgelände. Deswegen sind wir einfach mal zu einer BMX-Bahn gegangen. Und da werden wir jetzt erstmal schauen, wie gut der Roboter da fahren kann. Und ja, mal schauen, was er so tut. Wir sind halt Informatiker. Das heißt also, unser Schwerpunkt ist halt auf der Programmierung. Dadurch ist dieser Wettbewerb für uns auch gar nicht so verkehrt, weil Autonomie, intelligentes Verhalten ist natürlich sehr stark softwaregetrieben.